Herzlichen Glückwunsch, Sie sind in Bangkok gelandet und haben den Zoll und die Einwanderung hinter sich gebracht. Doch, wie geht es jetzt weiter? Wenn du diese Ratschläge befolgst, wird deine Reise hier in Thailand noch viel besser verlaufen. Ich werde diese Fragen und natürlich noch mehr beantworten im Laufe des Videos, damit eure erste Stunde hier in Bangkok wirklich reibungslos verläuft. Ja, wer möchte, kann uns natürlich auch unterstützen, und zwar mit Buy Me a Coffee oder über PayPal. Die Links sind unten in der Beschreibung. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Der bekannteste Flughafen in Bangkok ist der Suvarnabhumi Flughafen, in dem du ankommen wirst. Es gibt noch einen kleineren Flughafen hier, aber der wird mehr so für Inlandsflüge benutzt. Im Suvarnabhumi Flughafen werden jährlich 65 Millionen Passagiere abgefertigt und täglich bis zu 800 Flüge. Vielleicht sieht es hier erst einmal ein bisschen verwirrend aus, aber eigentlich ist das ganz einfach. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick über das Gebäude. Alles ist in einem Gebäude untergebracht, und zwar auf 4 Ebenen. Ankunft ist im 2. Stock. Hier werdet ihr höchstwahrscheinlich auch rausgehen. Als erstes brauchen Sie mal Bargeld. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Für was zu essen, für ein Taxi oder Getränke. Wenn du rauskommst, siehst du als erstes mal eine ganze Reihe von Banken, wo der Wechselkurs natürlich relativ schlecht ist. Also besser nicht bei der Bank wechseln. Am besten ist, wenn ihr Bargeld von zu Hause mitbringt und dieses dann hier auf dem Flughafen wechselt. Und zwar fahrt ihr dazu ganz nach unten, wo auch die Bahn abfährt, auf die Ebene B. Dort gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, wo der Wechselkurs wesentlich besser ist, und damit spart er natürlich auch eine Menge Geld. Man kann natürlich auch hier an den Geldautomaten gehen. Im Normalfall werden hier alle EC-Karten akzeptiert. Aber um da sicher zu gehen, dass es auch im Ausland bei euch funktioniert, holt euch auf jeden Fall eine Auskunft bei eurer Hausbank ein oder fragt vorher die Hausbank. So, und dann zeigt einem der Automat hier an, 1000 Baht bekomme ich 27,43 Euro. Und der Wechselkurs hier ist 36,71. So, jetzt zur Zeit, der Wechselkurs liegt bei 39,6. So, dazu kommt noch die Servicegebühr von 220 Baht, die abgezogen werden. Das heißt, ich bekomme 1220 Baht werden abgezogen. Und das sind umgerechnet dann 33,22 Euro. So. Also, man sieht, es ist teuer. So, das Beste ist natürlich, ihr bringt Bargeld von zu Hause mit. So, juhu, wir haben schon wieder Geld aus dem Automaten bekommen. Wunderbar, dann kann es jetzt weitergehen. Also auf gar keinen Fall Geld schon in eurem Heimatland tauschen, weil da kriegt ihr garantiert einen ganz schlechten Kurs. Es ist immer besser, das hier vor Ort in Thailand zu machen. So, als nächstes die SIM-Karte. Es gibt hier in Thailand drei große Anbieter, und zwar ist das einmal AIS, dann ist es einmal TrueMove und die DTAG. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was die bieten. So, das sind hier die Tarife, die man hier in Thailand bekommt. So, das ist einmal hier für 299 Baht 8 Tage, dann 15 Tage 699 Baht oder eben auch für 999 Baht 30 Tage. Das hängt natürlich davon ab, wie lange man eben hier bleiben möchte oder eben was für eine Leistung man vom Internet her haben möchte oder wie viel Inklusivvolumen von den Gigabytes. Inklusivvolumen ist hier natürlich, das fängt hier bei 15 Gigabyte an oder eben auch unlimited. Ne? Je mehr man eben drin haben möchte, desto teurer wird, das ist ja ganz klar. So, Transport geht hier natürlich auch, ganz klar. Am besten, man kann hier mit einem Taxi fahren oder auch mit Bolt oder mit Grab. Das sind hier so Taxiunternehmen, aber für einen sehr, sehr kleinen Preis. Aber du kannst hier natürlich auch ein Auto mieten. So, als nächstes brauchen wir natürlich noch ein paar Apps, die ihr in Thailand unbedingt benötigt und die hier auch sehr viel verwendet werden. Das sind zum einen Google Translate natürlich, dann haben wir Google Lens, die man hier benötigt. Google Lens haltet ihr einfach auf irgendein Plakat und dann wird es euch in eurer Sprache übersetzt. Das ist also sehr nützlich hier. Dann haben wir noch Grab und Bolt, das ist für Transport. Das sind sehr nützliche Apps, wo man sofort sehen kann, auch was der Preis ist, welche Uhrzeit oder wie lange das Taxi braucht, um hier zu sein. Diese Apps sind sehr, sehr gut. Das betrifft Bolt und Grab. Als nächstes natürlich auch noch Line. Line ist sowas hier in Asien oder beziehungsweise hier in Thailand wird das sehr oft benutzt. Das ist das gleiche wie WhatsApp. Man kann da eben auch mit sämtlichen Leuten Kontakt aufnehmen und vielleicht sogar noch ein paar Sachen mehr. Und alle Leute hier kommunizieren über diese Line-App.
Ein Video über die wichtigsten Apps hier in Thailand habe ich auch schon gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr hier sehen. Wenn ihr öfters Reisen macht, dann empfiehlt es sich, ein Konto bei Wise.com oder Wise.com zu machen. Das ist also ein Multiwährungskonto, was sehr viele Konten in sich vereint. Wenn man viele Reisen macht, dann kann man das bequem nutzen. Die ganze Sache ist kostenlos und man hat dadurch natürlich das Risiko der Wechselei nicht mehr, weil man gleich ein Multiwährungskonto hat und die jeweilige Währung des Landes eben auf seinem eigenen Wise-Konto hat. Damit spart ihr natürlich eine Menge Kosten und habt eben keine Umtauscherei mehr in eurem jeweiligen Reiseland. Also das ist auf jeden Fall ein Konto, was sich für viele Reisende immer lohnt. Oder wer auch jetzt Geld ins Ausland verschicken möchte, das ist über Wise jederzeit und relativ günstig möglich. Ein Video dazu, wie man an Bargeld kommt hier in Thailand, habe ich auch gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Das könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Da sind auch noch viele nützliche Tipps drin. Um hier wegzukommen, kann man natürlich ein Auto mieten oder ein Taxi bestellen oder eben auch mit der Bahn fahren oder eben eine von den beiden Apps benutzen, Grab oder Bolt. Und diese Transportmöglichkeiten sind hier in Thailand wirklich sehr, sehr günstig. Auf den Straßen von Bangkok kannst du dich auch sehr leicht fortbewegen, und zwar entweder auch mit einem Grab oder Bolt Taxi oder mit der Straßenbahn oder mit einem Tuk-Tuk oder einem Motorradtaxi. Aber es gibt natürlich auch diese sogenannten kleinen Flussboote, also die Riverboats, die man auch benutzen kann. Außerdem gibt es hier auch kleine Busse, die so zwischen 5 und 10 Baht kosten und die eigentlich überall anhalten, wo man auch vielleicht selber gerne möchte. Also das ist auch eine sehr günstige Möglichkeit. Ein weiterer Tipp von mir ist noch: denkt daran oder vergesst auf gar keinen Fall, in eurem Heimatland schon eine Krankenversicherung abzuschließen, also eine Reisekrankenversicherung, weil das ist meiner Meinung nach ja auf jeden Fall ein unbedingtes Muss und das solltet ihr auf gar keinen Fall vergessen, um auch hier im Ausland abgesichert zu sein. Das kostet also relativ wenig Geld, nur hier für den Urlaub, und ist meiner Meinung nach ja unerlässlich. Für die Leute, die hier länger leben wollen oder vielleicht auch auswandern wollen, ich habe auch über die Krankenkassen für Langzeitaufenthalte, welche es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, habe ich natürlich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr daran Interesse habt, länger im Ausland zu bleiben. So, ja, alles, was ihr sonst noch so braucht, kurzfristig zumindest, das könnt ihr hier in so einem 7-Eleven kaufen. Das sind so kleine Shops, die es in ganz Thailand sehr, sehr viel gibt. Die könnt ihr eigentlich auch nicht übersehen. So, ihr wisst jetzt Bescheid, was ihr zu tun habt, wenn ihr hier frisch in Thailand ankommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und kommentiert doch das einfach mal. Schreibt was in die Kommentare, wie ihr das hier seht. Ob euch das Video gefallen hat oder ob es noch einen Tipp mehr gibt. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.